Hey Leute, ich bin's wieder, euer Gebirges. Willkommen zurück zu Pokémon Blau Nuzlocke. Wir befinden uns noch immer im Mondberg und ich habe im letzten Part gesagt, ich schau mal, ob ich die ganze Ebene schaffe. Habe ich leider nicht. Wir haben noch einen Trainer vor uns, den wir hier besiegen müssen. Naja, nicht unbedingt, aber den wir besiegen sollten. Denn er gibt eine Menge Erfahrungspunkte. Und bevor wir den angehen, kurz über das Team gehen. Hat sich eigentlich nichts verändert zum letzten Part. Wir haben Kevin dabei. Er hat endlich mal eine Attacke gelernt. Danke, Kevin. Unser Konfusion. Kunz ist dabei. Ikarus, Stapes, das Zubat und Shillock. Shillocke hat sich zu Shillock entwickelt. Also aus Shiki zu Shillock. Und es hat ein geiles Sixpack. Yeah. Voll gut. Für den heutigen Part habe ich erstmal geplant, dass ich Kunz nach vorne schicke. Und falls ihr euch fragt, oh, warum hast du Kevin vorne gehabt und nicht Stapes? Ich bin heimgegangen zwischen den Parts. Naja, zwischen Parts ist gut gesagt, den einen habe ich heute Morgen aufgenommen und den nehme ich am Abend auf, beziehungsweise um 2 Uhr nachts. Am Freitag. Haha. So, mein Freund. Hilfe, Überfall! Ach, du bist ja nur ein Kind. Wanderer. Der erste Fall eines Wanderers. Wanderer sind super lustig. Haben doch einen interessanten Humor und haben in der Regel Gesteins- und Boden-Pokémon dabei. Und in gegebenen Fällen haben sie auch ab und zu mal ein paar Psychotypen dabei, wenn es passt. Thematisch zum Areal, wo sie drin stehen. Und was haben sie noch? In seltenen Fällen haben sie sogar Stahltypen. Je nachdem, ob es ein bisschen später ist und ein Onix nicht mehr reichen würde. Aber da kommen wir ja später zu. Zur zweiten Generation irgendwann mal. So. Sollten sie die zweite Generation jeweils rausbringen in der Virtual Console. Auf dem 3DS. Das will ich dann auf jeden Fall spielen. So, Level 12 Kunst schon. Apropos Onix. Da ist ein Onix. Und ich hoffe, dieses Onix kann nicht das, was ich denke, was es kann. Er ist überlebt. Okay, Kreideschrei. Ah, hau. Es tut weh, mein Freund. Ich habe nämlich die Befürchtung, bei jedem Pokémon, was eine Schlange ist. Und Onix ist eine Schlange, ist eine Steinnatter. Wow, du hast mich total überrumpelt. Dass die Wickel beherrschen, denn Wickel ist eine OP-Attacke in diesem Spiel. Ohne Frage OP. Allerdings müssen wir uns da nicht drum kümmern. Wir kümmern uns erstmal darum, dass wir hier durchkommen. Und zu diesen Wegen wollte ich ein bisschen was sagen. Zu diesen Untergrundwegen, diesen einen kleinen Laufweg da. Und zwar, ich weiß nicht, ob es stimmt. Aber mir kommt es so vor, als gäbe es bestimmte Pokémon nur in diesen Untergrundgebieten. Also sowas wie Pipi. Ich weiß, mittlerweile gibt es Paras auch oben. Ist mir vorher nie aufgefallen, weil mir nie vorher eins oben begegnet ist. Das war ja absolut selten. Aber Pipi gibt's im Mondberg. Haben wir bisher noch keins gesehen in überhaupt einem Encounter. Und ich bin echt am überlegen, ob es das überhaupt hier gibt. So, gab's hier ein verstecktes Item? Kann sein. Allerdings haben wir erstmal einen Encounter. Ein weiteres kleines Kleinstein. Ja, und wenn man echt Pech hat in Nuzlocke oder generellen Challenges, wo man nicht K.O. gehen sollte, auch Mano, dann ist die S-Generation echt brutal, wenn man echt ein beschissenes Team zusammenbekommt. Denn bei bestimmten Pokémon oder bei bestimmten, naja, wie will man das sagen, mit bestimmten Typen hat man einfach absolut keine Chance. Also gar keine Chance, weil sie absolut nichts lernen. Es sei denn, man kommt bis nach Prismania und kauft sich ein paar TMs. So, du, mein Freund, du hast, soweit ich weiß, wenn mir nicht alles täuscht, glaube ich, schon ein Radikal gehabt oder sowas. Echt ekelhaft. Das heißt, ich gehe da schon mal mit Kevin ran. Denn ich weiß, irgendeiner hat ein weiterentwickeltes Pokémon, das könnte ein bisschen haarig werden. Geh Erwachsene nicht auf den Wecker, du Nervensäge. Jawohl, du Nervensäge. Ja. Rocket möchte kämpfen. Called it. Boah, das Ding ist ein Drecksvieh.
Ey, glaub mir, das Ding ist ein Drecksvieh. Man erwartet es nicht. Er ist auf ein Level 16 radikal. Und das ist voll radikal. Und das nehme ich gerne, um direkt auszuwechseln zu Shylock. Zu Shylocke. Denn eben weil das Ding entwickelt ist und es ist Level 16, haut das ordentlich rein. Das ist minus 1 Verteidigung und es macht erstmal einen Crit. Ich habe Respekt vor diesem Trainer. Aber sollte er nicht Hyperzahn beherrschen, und das sollte er nicht, dann habe ich eigentlich keine große Art zu sagen, hey, du, ich habe Angst vor dir. Aber ich habe trotzdem ein bisschen Angst vor dem, weil ihr seht, das Ding hält ordentlich aus. Man könnte sagen, der Typ ist Hyperzahn. Ei, das tut weh. Man könnte echt sagen, der Typ ist eine Art von Mini-Boss, den man halt nicht erkennt, aber der ist echt brutal. Also ich habe Respekt vor dem Typen. Und ich setze gegen den auch gerne einen Trank ein. Das könnte man glauben. Natürlich ein Volltreffer. Ich setze auch gerne mehrere Tränke ein. Denn nach diesem Typen kommt nicht mehr allzu viel, was so groß bösartig ist. Außer die Tatsache, dass er immer Crits macht oder viel Schaden drückt. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Wäre Kunst nicht so down, würde ich ihn einwechseln und sagen, hey, du, mach mal. Aber er ist halt ein bisschen down. 14 Verteidigung. Du hast 12. Ikarus will ich nicht verlieren. Kunst hat wie viel Verteidigung? 17. Das ist eine gute Verteidigung. Und Kevin, wie viel hattest du? 20 und der hat dich so niedergebracht. Alter. Okay. Wie mache ich das? Stapes? Sollte es besiegt werden, ne? Dann, tut es mir leid. Aber das ist radikal, ne? Boah, dieser Schaden. Der ist echt übertrieben. Der ist hart übertrieben, der Schaden. Bitte, 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 mach jetzt nicht einen Hyperzahn und sei schneller als ich. Nein, 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 nein. Das war ein Crit, ah! Fuck! Wow! Wow! Das ist bitter! Ich hatte überlegt, ob ich diesen Trainer auslassen soll, denn ich weiß, er ist gemeingefährlich. Ich weiß es einfach. Aber nein, ich muss ihn natürlich angehen. Ich wusste nur nicht, dass er ein Radikal auf Level 16 ist. Ich dachte, er wäre 14. Fuck! Du bist sauer, ich bin sauer! Scheiße! Aber soll ich zum Pokémon Center zurücklaufen? Ich glaube, es wäre sogar besser an der Stelle. Ach, scheiß die Wand an. Das ist ein riesenlanger Weg. Das ist ein langer, langer Weg. Aber nennen wir es einfach The Walk of Shame. The Walk of Shame. Min. The Walk of Shame, Min. Ich muss... das ist ein bisschen lustig. Aber meine Fresse, dieses Radikal, ne? Boah! Das ist ekelhaft. Och, komm schon. Kevin. Hast du nicht gelernt? Ich nehme jetzt einfach jedes Zubat mit, was ich finden kann. Und jetzt habe ich keinen Wassertypen mehr. Wird vielleicht Zeit, dass wir uns irgendwann mal die Angel besorgen? Wo gab's denn die noch gleich? Urania City, ne? Urania City. Dass wir uns die Angel besorgen und dann einfach mal ein bisschen hoffen auf ein Pokémon, was man eventuell mit Surfer spielen kann. Denn wenn wir kein Surfer-Pokémon finden, dann muss ich Shylocke aus der Box nehmen, wenn wir es denn brauchen sollten. Gegen, naja, nicht Ende des Spiels, aber ein bisschen später. Und dann müssen wir auf seiner toten Leiche surfen. Das wäre nicht so toll.
Wobei, in Orania City könnten wir direkt angeln. Und wenn wir Glück haben, finden wir sogar was Gutes. Boah, Alter. Ich meine mich zu erinnern, dass es da Mushas gibt. Oder? Aber dann wahrscheinlich nur mit einer höheren Angel, weil mit der Angel, der normalen Angel, bekanntermaßen angelt man nur Dreck. Sei es Carpador in den alten Spielen, Tentacher in Rubin und Saphir, neben Carpador, oder sei es, und es ist wahrscheinlich das Beste von den dreien, weil es nützlich ist, in der sechsten Generation Libiskus. Ach ja, und Box 5, ne? Box Nummer 5 ist der Platz, an dem wir dich ablassen werden. Oh, freilassen will ich nicht. Das ist voll mies. Und natürlich, wie immer, zur ersten Generation hin, musste man immer total ätzend und total nervig die Box wechseln mit einem Speichern. Das heißt, naja, sollte irgendwas passieren. Und die Dinge ist nicht mehr da, die Speicherdatei. Dann wisst ihr Bescheid. Dann lade ich nämlich dieses Voice-Ding hier hoch und dann sage ich einfach, ja, das war's und so ist doof, ne? Und da hatte ich überlegt, macht der Hyperzahn? Und er macht Hyperzahn. Dann hatte ich überlegt, kann ich das überleben? Und er macht einen Crit. Das ist so böse. So böse. Ach, so ärgerlich. Du hast keinen Steinwurf. Oh, du lebst es aber ganz schön gut. Meine Güte. Ja, Kevin wird auch nicht allzu lange durchhalten hier. Für die nächste Arena ist es eine Wasserarena. Werde ich schon mal ein bisschen schauen müssen und hoffen müssen, dass wir einen guten Encounter bekommen, dass wir überhaupt effektiv angreifen können. Und die nächsten zwei Encounter, um ehrlich zu sein. Denn wir haben die Möglichkeit, zwei Encounter zu bekommen. Oder sind es sogar drei? Es könnten drei sein sogar. Es sind drei. Vier. Es sind vier Encounter sogar. Das ist gar nicht mal so schäbig. Nee, Moment, es sind nur drei. Es sind nur drei Encounter. Oder? Ja doch, es sind nur drei Encounter. Leider. Leider, leider. Wäre zu schön, wenn es vier wären. Naja. Boah, wir laufen jetzt 4 Minuten. Also ich laufe jetzt schon 4 Minuten hier lang, nur um ein Pokémon zu begraben, um zurückzulaufen. Das ist doch scheiße, ist das. Aber es gibt gute Erfahrungspunkte. Und ich darf ja nichts rauslassen. Es sei denn, ich bin kurz vorm Eingang der Höhle und muss kurz heilen gehen, weil das war ja... Das war ja doof. Das habe ich extra rausgeschnitten. Und ich habe auch in der Zeit nichts gesagt. Ich habe einfach nur geschwiegen. Ich habe einfach nur geschwiegen. Das Schweigen der Lämmer. Mano. Mist. Ich wusste, dass ich es nicht durchbekommen werde, das Schilocke, aber dass es so früh schon drauf geht, das ist kein gutes Zeichen. Kein gutes Zeichen. Das ist echt kein gutes Zeichen. Aber wo hätten wir es noch brauchen können, großartig neben Surfer? Und da unten ist dieser Arsch. Der Arsch. Oh, Paras. Hi, Paras. Du bist nervig. Hast zum Glück noch nicht die blöde Fähigkeit, dass du alles, was dich berührt, paralysiert, einschläft, was auch noch Gift ist. Oh, im Himmelswillen, danke. Machst trotzdem guten Schaden. Echt guten Schaden. Und hätte ich wahrscheinlich gerne im Team gehabt für... Zerschneider. So, das ist ein Arsch. Mit dem will ich nicht mehr sprechen. So, kommen wir in Richtung Ausgang. Und wir kommen in diesem Part definitiv durch den Ausgang. Es sei denn, ich werde hier in der Höhle massakriert und getötet. Und ich hätte ihn echt überspringen sollen. Ich bin so dumm.
Weil den überspringt eigentlich so gut, ja doch, so gut wie jeder, der von dem weiß. Aber der war einfach so, oh, der war so gemein. Ich meine, die meisten Trainer hier in der Höhle, oh, Level 12. Die meisten Trainer in dieser Höhle, die haben Pokémon ein, zwei Level über dem Max, oder auf dem Maximallevel des, dieser wilden Pokémon. Man sieht Zubat Level 12, man sieht hier Paras Level 10. Und es hat auch der Wanderer gehabt, der Level 10 Viecher gehabt, oder Level 12, oder was auch immer das war. Und dann kommt dieser random Level 16 Typ an. Ah. Und sowas fehlt irgendwie in diesen neueren Spielen. Einfach mal so ein Trainer, der einfach komplett heraussticht. Nicht durch Aussehen, einfach nur durch brutale Stärke. Aber oh, brutale Stärke. Wir vom Team Rocket werden die Fossilien finden, die Pokémon wiederbeleben. Die Pokémon wiederbeleben und teuer verkaufen. Ja, so in Art und Weise. Oh Mann. Und wo ich gerade den Typen hier sehe, das ist ein Level, das ist sogar angenehm. Level 13. Da kann man was gegen machen. Wenn die Pokémon, naja, ein bisschen minimal niedriger sind. Aber Level 16 ist zu hart. So, Superschall. Und wir wechseln definitiv aus. Und ich wollte eigentlich verhindern, dass ich ein Pokémon opfern muss, aber... Der Klaus, ne? Wollte den Klaus nicht verlieren. Wäre aber besser gewesen, hätte ich ihn geopfert. Mist. So. Schick ich mal... Ikarus rein. Und hoffe, dass Ikarus da was machen kann gegen. Ich hoffe, es überlebt auch gut. Alter, im Ernst? Das ist ja witzlos. Okay, Kevin, dein Auftritt. Dabei habe ich sogar Tränke verschwendet. Oh, nicht mehr verwirrt. Alter. Das ist ein reines Hexfest hier, ohne Scheiß. Du bekommst einen Crit und du bekommst einen Crit und du bekommst einen Crit. Lass mich raten, überlebst das? Natürlich. Oh, Routenschlag. Definitiv auswechseln. Auf Stapes. Hoffen, dass kein Crit reinkommt und ich es mit Blutsauger besiegen kann. Nö, nur Routenschlag. Und einen Crit solltest du überleben. Jetzt auf keinen Fall mehr. Aber Radfratz ist besiegt. Das erste von ein paar. Okay, ein weiteres Zubat. Das ist relativ simpel. Mach mit Blutsauger. Ah ja. Ein gutes Beispiel. Hatte ich am letzten Part angesagt. Von wegen. Wenn. Naja, ein paar Attacken werden halt als sehr effektiv angezeigt oder nicht sehr effektiv, obwohl es gar nicht stimmt, obwohl sie neutral sind. Das ist ein gutes Beispiel. Blutsauger ist sehr effektiv auf den Primärtypen Gift. In dieser Generation zumindest noch. Hätten sie nicht ändern sollen, finde ich. Auf jeden Fall Kiefer ist sehr effektiv auf Gift. Was auch angezeigt wurde als sehr effektiv. Allerdings auf Luke ist es nicht sehr effektiv. Hieße, es wäre neutral. Aber dadurch, dass es halt, naja, gegen den Primärtypen sehr effektiv ist, steht halt dran, dass es sehr effektiv ist. Obwohl es doch verringerten Schaden macht. Also neutralen Schaden. Das ist ein Problem, was die erste Generation hatte, wo viele einfach verwirrt waren. Wenn einer gesagt hat, das bringt dir aber nichts, wenn du es da einsetzt, oder das ist doch gut dagegen. Es war schon ein bisschen merkwürdig, das Spiel. So. Allerdings, Zubat ist Gifttyp und Konfusion ist Psycho und das heißt, es ist sehr effektiv. Naja. Ne, das gibt es nicht. Doch, mein Freund, das gibt es leider wohl. So, hier unten müsste ein Mondschein versteckt sein. Im Ernst, wer soll darauf kommen, dass in der Wand ein Mondstein versteckt ist? Ich käme niemals drauf und ich habe nach links gedrückt und er hat sich nicht mal umgedreht. Sehr schön. Kunst, das ist deine Aufgabe. So. Und natürlich zum Abschluss. Zum Abschluss dieser wunderschönen Odyssee, dieser Höhle, bekomme ich natürlich noch ein kleines Geschenk, beziehungsweise eine... Naja, Trophäe, kann man so sagen. Belohnung, wenn wir uns sie denn erkämpfen können.
Und zwar die angesprochenen Fossilien, die man wiederbeleben kann und teuer verkaufen kann, laut Team Rocket. Die man allerdings nicht teuer verkaufen muss. Wenn man nicht Bock drauf hat. Wenn man sie behalten will, dann sind sie ordentlich was wert. Level 14. Du bist auf 14 schon Hyperzahn? Oh, crap. Auf jeden Fall. Wir vergessen Tackle. Weil Hyperzahn ist definitiv die viel bessere Tackle-Attacke. Und macht wesentlich mehr Schaden. Ich dachte, das lernt es erst recht spät. Wobei Superzahn ist echt spät. So. Dieser Typ. Er kämpft mit, soweit ich weiß, Gifttypen. Und da mag ich kein Risiko eingehen. Oder waren das Elektrotypen? Er ist auf jeden Fall ein etwas unangenehmer Typ. Sollte er Elektrotypen verwenden, dann habe ich nur Kunst übrig. Weil Kevin, Icarus und Stabs und auch eigentlich Schlocke hatten eine Elektroschwäche. Ein großes Problem für mich. Allerdings soll es kein großes Problem werden. Stopp, Hände weg! Wer zuerst kommt, mal zuerst! Die Fossilien gehören mir! Ja, wer es glaubt. Du Streber. Er sendet Slimer in den Kampf. Oh Gott, jetzt muss ich überlegen, ist das physisch oder speziell defensiv? Na egal, Hyperzahn. Boah, macht guten Schaden. Aussetzer nimmt die Aquaknarre raus, okay. Relativ. Man sieht, durch den Hyperzahn macht Kunst einfach wesentlich mehr Schaden. Und hallo Volteball und hallo Tackle. Einer der Gründe, warum... gar nicht mal... Wow. Gar nicht mal so schlecht. Einer der Gründe, warum Radikal in der ersten Generation sogar doch recht angenehm ist. Schnell und Hyperzahn und ordentlich Schaden. Und hallo, abgefuckte Tierliste. Auch so ein Vorteil von der ersten Generation. Er stand einfach dran, wenn die Attacke blockiert ist. Das ist in der sechsten Generation nicht mehr so. Da steht nicht dran blockiert. Da steht nur die AP dran. Wenn man draufklickt, steht dran, die Attacke ist blockiert. Erst wenn man draufklickt. Hier auch, aber hier wird es auch wenigstens angezeigt. So, Smoggern. Ich mache einen Hyperzahn und hoffe, dass du mich nicht vergiftest. Oh, ein Volltreffer. Flinch. Oh. Eine Sache, die sehr wenige Leute wissen. Es gab schon die Flinch-Chance in der ersten Generation. Da stand einfach nur dran, das Pokémon ist ausgewichen. Oder dennoch ausgewichen stand dran. Ich glaube, es ist ein bisschen falsch übersetzt worden und es gab auch keine wirklichen Attackenbeschreibungen. Von daher werden wir nicht mehr blockiert und greifen mit Hyperzahn des Smoggern an. Es ist besiegt. Zumal Flinchons echt, echt niedrig war. Aber Kunst, du willst uns hier durchbringen. Und ich hoffe, noch sehr, sehr weit. Na gut, ich gebe dir eins ab. Dankeschön. Hey, nicht so gierig. Ich sagte, ich gebe dir eins ab. Okay, wir haben die Wahl zwischen dem Helix-Fossil. All hail the Helix. Und dem verhassten Domfossil. Also die Wahl zwischen zwei der ersten Fossil-Pokémon. Meine Wahl im Competitive-Bereich ist ganz klar das Helix-Fossil. Und ich glaube, ich gehe auch mit dem Helix-Fossil. Und sollten wir es so weit bringen, dass wir es befreien, quasi wiederherstellen, dann werde ich es wahrscheinlich auch ins Team aufnehmen. Denn das ist ein Ding, was man machen kann. Okay, dann gehört das hier mir. Und leider nimmt er das andere mit. Das heißt, man bekommt nie die Chance, das andere mitzunehmen. So. Dieses Abteil hier ist ein bisschen komisch. Und zwar, ich weiß nicht warum, aber hier habe ich immer die höchste Chance gehabt, die seltenen Pokémon zu finden. Die man hier finden konnte. Paras und Pipi. Ich bin mir nicht sicher, warum. Aber es war komisch. Es war einfach nur komisch. Es war einfach nur komisch. Auch merkwürdig ist, dass hier der Ausgang direkt auf einer Treppe liegt. Aber keine Ahnung, warum man das machen sollte. Route 4. Mondberg bis Azuria City. Wir sind durch den Tunnel gekommen, halbwegs lebendig. Und wenn wir uns hier hochbewegen, sollte da ein verstecktes Item liegen? Fragezeichen.
Der allererste Superball. Sehr schön. Und wenn ich den Part nicht allzu lang ziehen möchte, dann sollte ich noch dieses Item mitnehmen. TM04. Was kann das wohl sein? Was ist die TM04? Wer es errät, bekommt einen Keks. TM04 ist der Wirbelwind. Hoho. Wirbelwind als TM. Oh yeah. Richtig gut. Richtig gut. Sollte man nicht unterschätzen. Und diese Trainerin da oben. Wie kommt man an diese Trainerin dran? Nun, das ist eine Sache, die echt ein bisschen komisch ist. Man sieht sie, aber man kommt echt spät zu der hin. Und dann ist sie nicht mal eine richtige große Herausforderung. Allerdings würde ich sagen, der Part ist schon lang genug. Ja, gehen wir noch hier rein. Willkommen in Azuria City. Einer Stadt, die in Pokémon Gelb Azurblau war. Wer hätte es gedacht? Und eine Stadt, die von vielen Leuten wirklich gemocht wird, aber auch von vielen Leuten der anderen Meinung, doch ein bisschen gehasst wird aufgrund von vielen, naja, sagen wir, Herausforderungsdingsen hier. Natürlich vorausgehend die Arena, denn mit der ist nicht zu spaßen. Die ist kein Stück einfach und absolut brutal. Aber zunächst einmal beende ich den Part mit leichtem Trauerflor. Sage ich herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr wollt, hinterlasst ruhig ein F. Also ein F für salutieren, ihr wisst schon. Und in den Kommentaren. Und ansonsten hört man sich im nächsten Part, denn dann fangen wir uns einen neuen Encounter. Ein neues Pokémon fürs Team hoffentlich. Und ich hoffe, es ist kein Radfratz. Denn ich meine, hier gibt es keine Radfratz, oder? Radfratz. Nicht Data. Geburt? Doch, da gibt's Radfratz. Oh, fuck, nein. Ich hoffe, wir bekommen kein weiteres Radfratz. Das wäre schlimm. Ich hoffe auf etwas Besonderes. Ich hoffe auf einen besonderen Encounter. Aber der kommt erst im nächsten Part dran. Deswegen bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Und ich sage bis dahin. Ciao, ciao. Und Ruhe in Frieden, mein alter Freund.